Hallo liebe Trainerinnen, hallo liebe Trainer, hallo liebe Eltern. Wir erleben momentan ja gemeinsam eine relativ schwierige Zeit. Gerade mit unseren Kindern zu Hause wissen wir nicht genau, wie wir sie beschäftigen sollen. Ich hoffe, wir konnten euch und können euch in Zukunft noch ein bisschen helfen über die Zeit hinweg mit unseren Challenges und mit unseren Online-Fußball-Kindergarten und Fußballtrainings, Fördertrainings. Aber ich glaube, es kommt irgendwann die Zeit, wo wir wieder raus dürfen und wir auch auf die Fußballplätze dürfen. Aber da wird es eben bestimmte Einschränkungen geben. Und wir wollen uns frühzeitig Gedanken darüber machen, wie kann denn ein Fußballtraining in Corona-Zeiten draußen wieder stattfinden? Auf was müssen wir achten? Wie kann es ausschauen? Ich denke, wir Trainer sollten uns darauf vorbereiten und diese Konzepte auch ausarbeiten, um sie dann auch vorlegen zu können, damit wir das gemeinsam auch tun dürfen. Wir haben uns mal zu Beginn, habe ich es mal aufgeschrieben, Training mit Corona, uns Gedanken über die Hygieneregeln gemacht. Wie können wir das machen? Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir Abstand zueinander halten, zwischen 2 und 5 Metern. Man hat ja schon angedeutet, dass es im Sport wichtiger ist, dass man noch weiter auseinander ist, weil man sozusagen so ein bisschen Fahrtwind aufbaut und so eine Ausdünstung auch hat. Also hier müssen wir schauen, dass wir 2 bis 5 Meter Abstand voneinander halten. Das wird uns die Regierung natürlich vorgeben. Dann wird die Frage sein, ob alle Kinder Masken tragen müssen. Dann müssen wir alle Eltern und Kinder informieren, dass Training nur mit Masken möglich ist. Was uns wichtig ist, dass wir keine Kabinen nutzen können, weil da eben viele Leute auf einem Haufen daneben stehen. Das heißt, die Kinder kommen, ich habe das hier unten, kommen umgezogen und sie fahren auch umgezogen wieder. Wichtig ist auch, dass wir die Getränkeflaschen voneinander trennen, dass die Kinder eben nicht zusammenkommen, nicht die Getränkeflaschen auch verwechseln. Das heißt, dass die beschriftet werden und auseinander weggestellt werden. Darauf müssen wir Trainer eben achten. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir die Kinder am Anfang in einem großen Kreis, wo die Abstände eingehalten werden, zusammenholen und die Kinder nochmal sensibilisieren darauf, dass diese Abstände eingehalten werden müssen. Gerade beim Ball holen oder beim Anstehen, dass diese Abstände eben immer eingehalten werden, damit es da keine Infektionsketten gibt. Dann ist das zweite Teil, über den wir uns Gedanken machen müssen als Trainer, sind die Trainingsbausteine. Was ist umsetzbar und was ist eben nicht möglich? Ich habe es hier mal aufgeschrieben, wir haben hier Spielformen, Abschlussspiele, Passübungen, Technikübungen, Koordinations- und Schnelligkeitsübungen und hier auch Ausdauerparcours. Und ich habe auch hier schon relativ demonstrativ durchgestrichen die Spielformen. Bei den Spielformen ist es eben nicht möglich, die Abstände einzuhalten. Jedes Kind wird versuchen, an den Ball zu kommen oder irgendwelche Passwege zu verstellen oder in den Zweikampf reinzukommen. Also im Eifer des Gefechts, das macht eine Spielform eben dann überhaupt keinen Sinn und sollte deswegen auch komplett vermieden werden. Genauso verhält sich es mit den Abschlussspielen. Ich weiß, die Kinder lieben das ohne Ende und wollen natürlich im 5 gegen 5 gegeneinander spielen. Aber auch hier ist es völlig unkontrollierbar, selbst wenn man bestimmte Regeln einführt, dass man sich nicht näher kommt. Das passiert eben doch. Und ich glaube, dass uns dann das Training relativ schnell wieder verboten wird. Anders verhält es sich aber mit Passübungen. Das werden wir dann im Anschluss auch gleich zeigen, wie man Passübungen aufbauen kann, auf was man achten kann, dass wir das eben wirklich durchziehen können. Das heißt Passübungen, Technikübungen, Koordination- und Schnelligkeitsübungen, aber auch Ausdauerparcours. Zu Ausdauerparcours sind wir nämlich eine Fußballschule. Wir machen sowas nicht, weil wir denken, dass der Spaß und die Freude eben doch im Vordergrund stehen muss. Aber rein theoretisch wäre ein Kreislauf an Fitnessübungen, wo die Abstände eingehalten werden, auch denkbar. Also gerade für die älteren Mannschaften macht das absolut Sinn. Wir wollen jetzt als nächstes, wollen wir uns mal anschauen, wie so eine Passübung ausschauen kann. Wir werden euch auf einer Landingpage, werden wir euch 10 Passübungen aus unserem Portal zusammenstellen, wo ihr dann sehen könnt, einsehen könnt, welche Übungen möglich sind und was dabei zu achten ist. Wenn wir uns jetzt mal Passübungen anschauen, ich habe jetzt mal hier so eine klassische Passübung hier aufgebaut. Wir haben hier einen Spieler, hier einen Spieler, hier einen Spieler, einen hier am Hütchen, einen da. Diese Abstände sind größer als 5 Meter und hier werden halt sozusagen dann die Abstände eingehalten. Es gibt so gelbe Linemarker, die man dann sozusagen hier hinstellen kann, wo man den Kindern eben sagen kann, Jungs, da dürft ihr erst drüber gehen, wenn der andere die Position sozusagen verlassen hat. Dann schaffen wir es auch wirklich, diese Abstände einzuhalten. Also bedeutet, wir haben einen Spieler hier, einen Spieler hier, einen Spieler hier und hier verteilt. So, und dann beginnt diese Passübung, in welcher Form sie auch immer dann stattfindet. Also der Spieler kommt entgegen, ich spiele ihn an, der lässt den Ball auf diesen Spieler prallen. So, der Spieler bewegt sich dann nach oben und dann geht es sozusagen hier komplett herum. Und wenn dieser Spieler praktisch, der Spieler läuft nach oben, der Wechsel ist dann hier. Dieser Spieler geht auf diese Position, der Spieler wechselt hier nach oben, der Spieler wechselt dort raus, der Spieler passt praktisch hier runter. In der Zeit kommt der nächste Spieler von unten und stellt sich wieder an. Und dieser Spieler wechselt dann ganz hinten auf die Station. Und hier wechseln wir immer 1
nach vorne. Wichtig ist hier, das sieht man ja, wenn ich ihn anspiele und ich laufe zu nah an ihn dran, dann kann ich den Abstand wieder nicht einhalten. Also da ist wichtig, dass ich als Trainer dann wirklich immer in der Nähe stehe und die Kinder immer wieder darauf sensibilisiere, dass sie eben nicht zu nah zusammenkommen. Also wichtig, dass hier diese Anstehmöglichkeiten haben und dass die Kinder erst immer dann aufrücken, wenn sozusagen der nächste weg ist. Dann hätte ich hier eine schöne Passschlaufe mit 5 Spielern und das kann ich natürlich 2-3 Mal aufbauen. Da werden wir bestimmt nochmal Informationen von der Regierung bekommen, wie viele Spieler gleichzeitig sozusagen an dem Training teilnehmen dürfen und wie viele Trainer pro Spieler dann eben da sein. Hier müssen wir uns dann eben überlegen, ob wir nicht 2 Stunden machen. Erst kommen die einen, dann kommen die anderen. Aber da wird es auf jeden Fall dann Möglichkeiten geben, dass wir nicht zu viele Spieler zeitgleich haben. Deswegen aber so wichtig, dass wir die Kinder auch sensibilisieren. Wenn wir uns jetzt mal eine Technikübung hier drüben mal anschauen. Die kann man auch 2-mal aufbauen. Ich habe jetzt hier eine Technikübung, eine Koordinationsübung nebeneinander aufgebaut. Wir konzentrieren uns jetzt mal einfach auf diesen Teil hier rüber. Dann haben wir hier einen kleinen Technikparcours, wo man hier zum Beispiel ziehen, vorlegen, vorläuft. Dann macht man hier eine Übersteigerfinte, schießt dann aufs Tor und erhält von dem Spieler, der hier steht, einen 2. Ball zugespielt. Den stoppt man dann auf den anderen Fuß und schießt nochmal aufs Tor. Das wäre jetzt ein relativ trivialer Ablauf bei uns in der Fußballschule. Und wir haben wieder hier diese gelben Linemarker, die hier sind, um wirklich diese Abstände hier auf das, was dann eben vorgegeben wird, eben einhält. Und wenn der Spieler sozusagen hier vorne im Hütchen ist, dann können die nächsten Spieler hier nach vorne aufrücken. Und hier oben haben wir den Spieler, der den 2. Ball spielt. Das heißt, hier haben wir auch wieder diese Line-Marker, die wir einhaben. Hier könnte rein theoretisch auch noch einer stehen. Aber wichtig ist, dass diese Abstände immer eingehalten werden. So, dann ist natürlich jetzt hier wichtig, dass wir als Trainer schauen, wann rückt der Nächste auf, sodass die Abstände hier nicht zu groß sind. Und hier ist natürlich dann, worauf wir achten müssen, ist, wenn der den Ball aufs Tor geschossen hat, 2 Bälle, dann müssen die ja den Ball holen, um ihn dann sozusagen wieder rausschlagen zu können. Gerade beim Ball holen kann es eben dann Berührungspunkte geben, darauf müssen wir als Trainer achten. Und vor allem die Kinder immer wieder vor den Übungen darauf sensibilisieren, dass sie sozusagen beim Ball einsammeln aufpassen müssen, dass sie eben nicht 2 Meter aneinander rankommen. Genau. Und auf diese Weise, der Spieler holt sich dann den Ball aus dem Tor und läuft dann hier im großen Bogen. Also hier kann man dann eben noch so einen Korridor dazu bauen, sodass die Spieler sozusagen beim Ballholen nicht hier durchlaufen, sondern dass die Spieler hier entlang laufen müssen, um sich dann hier anzustellen. Und dann schaffen wir es auch, dass da überall die Abstände eben eingehalten sind. Genau. Bei der Koordinationsübung verhält es sich genau gleich, also ich habe genau denselben Aufbau genommen. Wir haben hier diese Abstandshalter wieder drinnen und bauen dann hier sozusagen so einen Korridor ein. Den kann man auch beidseitig machen, rein theoretisch. Das heißt, wenn der Junge den Ball holt und hier ist, kann er entweder da rauslaufen und da lang oder er läuft dort raus und da lang, sodass es hier auch wieder keine Berührungspunkte gibt. Also ihr seht, dass das überhaupt auf jeden Fall umsetzbar ist, das Ganze. Wir müssen aber trotz allen Aufbaus müssen immer darauf achten, dass die Abstände eingehalten werden. Und dann hoffen wir, dass wir bald möglichst wieder rauskommen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf einen Ausdauerparcours eingehen, der jetzt gerade, sage ich jetzt mal, für die Älteren in Frage kommt. Wenn man jetzt zum Beispiel hier einen Zirkel aufbaut, da ist eine Station und dann geht es darüber und da ist wieder eine Station und hier ist wieder rüber eine Station. So, dann geht es hier nach vorne und dann lässt man die Spieler praktisch hier, ist einer, das sind immer auch Abstandshalter, das heißt einer ist hier und dann ist einer hier und einer hier. So sind die Übungen, was auch immer das dann ist, über Stangen springen oder hüpfen oder irgendwas, so dass die Abstände eingehalten werden und der Trainer steht hier in der Mitte sozusagen, achtet darauf, dass die Abstände eingehalten werden und wenn der Trainer sagt Wechsel, dann läuft praktisch der eine Spieler hier oben entlang und der andere Spieler läuft innen entlang. Und auf diese Weise haben wir dann eben so einen Ausdauerparcours mit Kräftigung oder was auch immer, mit welchen Elementen. Ob das über Stangenspringen ist, Hüpfen, Laufen, Koordinationsleiter. Wichtig auch wieder hier, dass der eine außen läuft, der andere innen, damit wir da keine Berührungspunkte haben. Und jetzt hoffen wir gemeinsam, dass wir bald wieder raus können und dass wir wieder Gas geben können.